Die Gottesfurcht hilft uns weiter, sagt der Papst gegen das Zitat, gegen den Zitat Schandfleck des Missbrauchs. Ist das so? Darüber sollen wir sprechen. Mit Michaela Pilters, der ehemaligen Leiterin der Redaktion Kirche und Leben im ZDF. Schönen guten Morgen, Frau Pilters. Morgen. Frau Pilters, was nehmen wir mit aus der Rede des Papstes? Ist die Aufarbeitung in der katholischen Kirche ehrlich? Wird sie stattfinden? Und haben diese 4 Tage tatsächlich Konkretes hervorgebracht? Also Ehrlichkeit würde ich auf jeden Fall bejahen. Die haben hier wirklich versucht, sich zu treffen und diesem Thema gerecht zu werden. Ob die Aufarbeitung stattfinden wird, das müssen wir sehen, weil die konkreten Maßnahmen sind ja höchstens angesprochen worden in den 4 Tagen. Und zwar, es wurden konkrete Maßnahmen angesprochen. Jetzt in dieser Rede des Papstes war es eher das Globale. Mir ist aufgefallen, dass er den Titel der Konferenz, wir haben ja immer vom Missbrauchsgipfel gesprochen, aber eigentlich heißt es Schutz der Kinder und der Minderheiten. Und er hat ganz stark auf diesen Schutz der Kleinen, wie er immer sagt, abgehoben und also auch andere Phänomene wie den sexuellen Missbrauch noch mit reingenommen, ob jetzt Sextourismus oder Pornografie und digitale Welt. Also er hat da den großen Bogen geschlagen und er hat auch, weil Sie das Zitat sagen, die Gottesfurcht wird uns weiterbringen, es war auch eine sehr geistliche Rede, wo er sehr typisch für ihn auch natürlich von dem Bösen, der die Welt im Griff hat und auch die Kirche im Griff hat. Also es war, glaube ich, eine ganz typische Franziskusrede, die seine Wortwahl, seine geistliche Einordnung des Ganzen mischt mit dann doch sehr konkreten Punkten, wo er dann eben sagt, hier Kampf gegen, er ruft alle zum Kampf auf und wir brauchen Prävention und alles. Also es war eine gute Mischung. Wir kommen schon zum Ende unserer Sendung aus Zeitgründen, aber Themen, die man gar nicht gehört hat, ist die Frage, was das grundsätzlich mit der Kirche macht. Also Zölibat, die Diskussion um das Zölibat, die Diskussion um Homosexualität in der Kirche, kein Wort davon. Vielleicht kurz noch mal ein Wort von Ihnen dazu am Ende. Das muss man in einem Maßnahmenbündel sehen, wie es dann in die Umsetzung geht. Mir war wichtig, dass er gesagt hat, es geht auch um Machtmissbrauch in der Kirche. Ja. Und wenn man Macht teilen will in der Kirche, das ist, glaube ich, das Wichtigere als die Frage nach Homosexualität oder Zölibat. Da müssen sie ran und wir werden sehen, was uns das in Zukunft bringen wird. Michaela Pilters, ehemalige Leiterin der Redaktion Kirche und Leben des ZDF. Vielen Dank, dass Sie hier morgens mit uns die Rede des Papstes gesehen haben. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war die Rede des Papstes hier bei Phoenix. Wir sind gespannt, was die nächsten Tage, Wochen und Monate in der katholischen Kirche bringen werden an Aufarbeitung, als Blick auch in die Zukunft. Bleiben Sie bei Phoenix. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.